traurig hier in ihr Schaumschläger und willkommen zurück bei Let's Play GTA San Andreas. Yay, wir sind hier mit unserem Spaten am Spaten. Komm, Spate mal. Wir stehen hier vor unserer geilen Hütte und haben zuletzt, was haben wir, einen Anruf von so einem Drogenheini bekommen. Also so ein Grasliebhaber nenne ich ihn jetzt mal. Und da haben wir dann eine Mission, wie man sieht. Und sonst haben wir, glaube ich, keine Mission mehr. Das ist ein wenig traurig. Ich weiß gar nicht, wie weit fortgeschritten wir in der Mission schon sind, so allgemein, weil hier oben ist ja auch noch ein großer Teil, der dann dazu kommt. Ich glaube, da noch. Keine Ahnung. Und dann hier oben noch? Ich glaube, das ist dann hier so, das LA, so, Los Angeles. Das Los Angeles des GTA. Und hier oben ist dann, glaube ich, so eine Art Las Vegas, wenn ich mich recht erinnere. Hier sind so Casinos und sowas. Es kann natürlich auch sein, dass ich total ein Blödsinn laber. Hier ist, glaube ich, Mount Chiliad. Kann das sein? Hä? Das ist ein Militärflughafen. Ha, ha. Keine Ahnung. Ich bin auch nicht so bewandert, aber das werden wir alles noch erleben. Wenn ihr fleißig dran bleibt, ne? Wollte ich ja nochmal gesagt haben. Hey, 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 hey. Ich will dein Auto. Das sieht lustig aus. Wir fahren jetzt zu TT. Und da machen wir Action. Oh, die arme Oma. Hab ich auch mal Auto geschmissen. Ja, was hören die denn hier wieder für eine Mucke? Nee, das will ich nicht. Ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen Reggae. Komm, wir stimmen uns mal. Wo ist ein Reggae? Ich glaube, das ist Reggae. Stimmen uns mal jetzt ein bisschen hier auf unsere Weed-Action ein. Ich höre zwar nicht so viel und ihr auch wahrscheinlich nicht. Liegt daran, dass ich das nicht so laut stellen kann. Falls ihr euch wundert, warum ich das Radio so leise habe, das liegt daran, dass sonst die GEMA mir im Nacken sitzt. Also nicht die GEMA direkt, aber das Content-ID-System von YouTube, das trackt dann so eine Lieder bei GTA gerne raus. Da sind ja auch viele berühmte Lieder dabei. Also GEMA-lizenzierte Lieder. Von daher. Ja. So. Boah, hier geht ja auch die Welt unter. Vorhin hat es bei uns auch so krass gewittert, aber das ist mittlerweile irgendwie wieder verflogen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt das nur so. Das war das 5-Sekunden-Gewitter wahrscheinlich. Wer kennt es nicht, das berühmte 5-Sekunden-Gewitter. Mhm. Oh. Ich bereue jetzt schon, dass ich dieses Auto genommen habe. Ah, was soll's. Manchmal muss man zufrieden sein mit dem, was man hat. Ja. Oder auch nicht. Und jetzt durch da! Ja, hast du Glück gehabt, Mister, ne? Jetzt wärst du jetzt tot. Oh. Bin auch voll falsch gefahren. Ist das Reggae? Ich höre nur die Hälfte. Mi. Ich glaube, wir müssen da lang. Hilfe, Hilfe. Ja, traurige Nachricht. GTA 5 wurde ja schon wieder verschoben. Also ich meine, jetzt schon ein bisschen raus, wenn ihr die Folge seht. Diese Folge hier seht, dann ist das natürlich schon eine ganz, ganz, ganz Weile wieder bekannt. Aber ich darf meinem Ärger doch Luft machen. Nein, so sehr ärgere ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich ja schon mal erklärt, dass ich denke, ich recht geduldig bin. Ich glaube, am 14. April oder so? 13. April, irgendwie sowas in den Dreh. Ach ja, so ist Rockstar halt. Dafür machen sie halt richtig coole Games, muss man ja mal sagen. Zum Beispiel, wo ich mich richtig drüber ärgere, dass es Red Dead Redemption nicht auf dem PC gibt. Das ist so ein Verlust für mich, weil ich habe ja keine Konsole und bin eigentlich reiner PC-Spieler und dieses Spiel ist sowas von geil. Red Dead Redemption ist, ist im Prinzip GTA im Wilden Westen. Das ist voll Bombe. Ich bin schon wieder falsch, hab ich recht? Ich habe das Spiel auch so gefeiert, Red Dead Redemption. Also Cowboy und Western und so Pferdchen, das finde ich total geil. So, wir fahren da und dann rechts. Versteht ihr, was ich meine, ne? Da und dann rechts. Ist doch logisch. Oh, das ist hier eine schöne Gegend. Hier könnte man leben, oder? Das Auto ist zwar lahm und auch hässlich, aber dafür ist es wirklich stabil, also in der Fahrt. Seht ihr? Ich kann hier einfach gegenfahren, passiert nichts. Aua!
Immer diese Taxifahrer. Hier ist schon wieder... Hey. Ach, jetzt werde ich schon wieder geschoben. Ich spare Sprit. Und kann meinen Controllerfinger ein wenig entspannen. Finde ich super, dass du dir die Mühe machst. Ah, ich muss jetzt hier abbiegen, also. Wir sehen uns, ne? Mach's gut, Socke. Ja, schieb mich hoch. Schieb mich weiter. Ja, du musst schon schieben. Ja, schieb doch. Jetzt fährst du da hinten gleich ins Wasser. Komm, schieb. Genau, gib Gas. Ja, komm, komm, weiter. Nochmal, nochmal. Komm, ich brauch Schub. Komm, jetzt so auf halber Strecke. Genau, hol richtig an. Lauf richtig an. Und warte, da ist ein Auto dazwischen. Komm, gib nochmal Gas. Ich bin schon auf dem Weg. Hol nochmal aus. Hol nochmal aus. Ja, Vorsicht, das ist ein Polizist. Oh, jetzt bist du ins Wasser gefallen. Hey, du bist ins Wasser gefallen. Das geht doch nicht. Du kannst ja nicht einfach Selbstmord begehen. Ach, da bist du ja noch. Hey, steig mal lieber aus, genau. Hey, du ertrinkst gerade. Ah, diese Stelle hier ist aber auch echt gefährlich, muss man ja mal sagen, ne? Aber wir kommen da mit dem Auto nicht hoch, dann laufe ich einfach. Dann laufe ich einfach. Oh! 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 Oh, ich hab gerade den Schreck meines Lebens bekommen. Ey, sorry. Den Schreck meines Lebens bekommen, ey. Das war eben gerade. Das war, boah. Boah, war das. Oh Gott! Wie schnell die. Ich wollte gerade sagen, wie schnell die bremsen können, aber. Ey, das ist doch ein Geldtransporter. Ist da Geld drin? Hallo? Meinte, die kann man. Die kann man plündern? Kann man sowas? Wisst ihr sowas? Teilt mir das mal mit. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob man sowas plündern kann. Ich werde es zwar gleich selber ausprobieren, aber ich werde wahrscheinlich kläglich scheitern. Wahrscheinlich kann man damit nichts machen. Schade. Wäre doch cool gewesen, oder? Wenn man das Ding plündern könnte. Ja, schrei nicht. Nimm eine Pille. Ich bin hier mit meinem Securicon. So, weil ich jetzt gemein bin, versperre ich den Weg, weil du so gemein warst. Ey! Warte, ich will jetzt mal gucken, ob man das ausplündern kann. Ich glaube zwar nicht, aber... Hey, hör auf! Ich brauche Geld! Nee. Ja, dann nehmen wir uns halt einfach ein neues Auto. Aber das Ding ist so lahm, da kommst du keinen Berg mit hoch. Ja, du kannst den hier nehmen, schenke ich dir. Den Geldtransporter, der ist auch ganz cool. Zwar nicht so cool, aber... Cool genug für dich. Du bist ja auch nicht die coolste Socke, die rumläuft. Wow! Warum mache ich mir nicht die Mühe, immer wieder Berge hochzufahren, wenn ich dann doch wieder runterspringe? Oh, ich hasse das Leben manchmal. Also das GTA-Leben. Das ist echt anstrengend. Oh, hier war ein Blumenstrauß, habe ich gesehen, im Vorbeifahren. Da. Ah, ich habe ja schon einen. Was? Hau mir nicht an. Ach, wir warten einfach. Ich habe keinen Bock zu drehen. Boah, der stramme Waden. Ich fahre wieder 300 Meilen. Und nicht schon wieder das Auto. Sorry. Sorry, Bro. Oh, jetzt hat die Polizei auch noch gesehen. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, dieses Auto zu klauen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Fahre ich überhaupt richtig? Was mache ich denn hier den ganzen Tag? Ja, doch, jetzt bin ich richtig. Hab mich umsonst beschwert. So. Polizei an der Backe. So. Like a pro. Den Berg hinunter. Ja, der Typ ist zwar ein bisschen paranoid, aber der ist richtig cool. Ich mag den als Charakter in GTA. Total gerne. Ach, da muss ich... No trespassing. Violators will be shot. Survivors will be was? Warte. Survivors will be shot again. Wie geil. Ja, wenn man einmal angeschossen wird und es überlebt, dann wird man halt nochmal angeschossen. Kein Problem. Beziehungsweise erschossen. Are you going to San Fierro? Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back
to the egg. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. 3 Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man, narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Hilft The Truth, das Mariana zu vernichten. Der Typ ist so geil. Huch, das war nicht so schlau. Ankunft der Cops. Ah, die sind doch schon da. Ah, ich muss die einzeln. Okay. Okay, das ist ja wieder voll meins. Das macht so Spaß, diese Mission. Ich kann mich erinnern, die ist so genial geil, ey. Ich meine, wer kommt denn auf sowas? Ich muss, glaube ich, einfach gehen. Zielen, nicht zu weit weg sein. So, und dann gehen. Ich glaube, das ist die beste Methode. Wuhu! Das ist für eine geile Mission, echt, ey. Und der Typ ist so geil drauf, ey, mit seinem... Wo er gesagt hat, hier müssen 2 Tonnen drin sein. 3. Ich meine, wie cool kann man denn drauf sein? So, dann brennen wir hier mal das gute Marihuana weg. Nicht, dass Marihuana gut wäre. Naja. Deswegen ist es keine Chemie. Oh, das ist eine gute Taktik, hier so langsam vorbeizugehen. Ich habe noch ganze 4 Minuten. Ich liebe es ja, unter Zeitdruck zu arbeiten. Nein, eigentlich nicht, aber gut. Was soll man machen? Okay. Okay. Ja, die sehen das ja dann auch gar nicht, dass das Marihuana war. Das ist ja ganz easy. Easy peasy. Nein, das gute Dope! Unser alter Hippie hier. Das werden die Hippies wohl nie los, dieses Image. Mit dem Kiffen. Assholes! Right-wing assholes. Oh, I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Bite the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get her fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Okay, okay. Die Polizei ist ja nicht schon die ganze Zeit da am Gucken und so. Die sieht das ja nicht, wie ich hier das Marihuana verbrenne oder so. Okay. Ich glaube, es ist nur noch eine Reihe. Nein, 2. Scheiße. Jetzt Gas geben. Okay, okay, okay. Okay. Ah, mach doch. Lo 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 lo. Das macht gar nicht mehr Piep. Na jetzt. Das wächst hier in den Berg hinein. Ist ja schon aufgefallen. Truth, dass dein Marihuana in den Berg wächst. Ich glaube, es ist nicht so gesund für die Pflanze. Oh, verbrenne! 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 Aber ganz ehrlich, mir sind solche Leute lieber, also nicht, dass Drogenkonsum oder irgendwie Drogenanbau gut wäre, aber solche Leute, die dann gechillt sind und mehr auf Frieden aus sind, sind mir dann viel lieber als irgendwelche aggressiven Alkoholiker oder alkoholisierte Leute, die dann halt alles kaputt machen und total aggressiv drauf sind oder sowas.
Wie gesagt, nicht, dass Drogenkonsum cool ist und so, aber die sind ja meistens gechillter, solche Leute, ne? Ist wenigstens eine gute Sache. Rein da! We got a chopper on our tail. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker! Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. I was gonna make it into a lamp. Schieß ihn sofort ab. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Oh mein Gott. Nein! Oh, fuck! Ja, bam, Alter. Boah, ich hasse sowas. Boah, Leute, wollt ihr mich verarschen? Oh, lauf! Warum immer ich? Oh, das ist auch noch umgekehrt, ey. Bäm. Da muss es aber gereicht haben, oder? Steig in das Mutterschiff. Mach ich mit Freuden. Mit Freuden. Jetzt muss ich das noch fahren, oder was? Mach keinen Scheiß. Fahr das Mutterschiff in die Werkstatt nach San Fierro. Hallo? What you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah. Then the fear hit me. Now I'm. Ja, du kannst gleich weiter erzählen. Ich bin hier ein bisschen. So, wir kommen in einen neuen Abschnitt, liebe Leute. Wir müssen gleich nach rechts, wenn wir können. Und dann immer nur nach rechts. Rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey Caesar, no time to talk, man. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Wenn ich jetzt hier lang fahre, ist es okay? Ja, ist okay. Okay. Way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted the races. Holla at y'all later. Okay, wir müssen neue Zelte aufschlagen in neuen Städten. Ist auch okay. Hey, you want to hit on this? A little temple chairs and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man. I can't see. Out, brother, it's good shit. Put it out, motherfucker, I'm warning you. Whoa. CJ ist anscheinend nicht so gut auf Weed zu sprechen, also müssen doch rechts. Go the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man, I just don't drive when I'm fake. Er sagt motherfucker und er sagt asses, ja. Ich hab meine Mutter nie. Sie hat mich nicht gelassen. Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit, can you shoot? Shoot, I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! Ich feier den Typen echt, ey. Wer diesen Dialog geschrieben hat, ey, Hut ab. Jesus, we screwed. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most. But getting old. Yeah, whatever, man. You talking shit. Edna's 30er, so. Geil. Hätte ich auch gern. Wer hätte nicht gerne einen Astralzieger? San Fierro, the city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man, man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Ich habe auch echt Scheiße erzählt. Habe ich gesagt, das hier soll Los Angeles darstellen? Natürlich ist das hier San Francisco. Los Angeles ist ja das, wo wir vorher waren, glaube ich. Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Oder war es 43? This is the place. Wow, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Also, ich mag's hier. Mir gefällt's.
Was macht ihr hier? Ich habe einen eigenen Rasthof. Ist doch voll cool. Ich meine, da kann man was draus machen. Da fährt eine Straßenbahn. Ui, die ist ganz leer. Hallo, Pippi. Ugh, smell you later. Mhm. Hey, Caesar, what up? I got the lowdown on Smoke's Ye. Word is, every Monday and Friday, the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Ye back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little party. All right, man. Na gut, ich würde sagen, jetzt sind wir hier in San Fierro, dem San Francisco von GTA, angekommen. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Wir hatten ja gerade einen geilen Ride mit The Truth. The Truth, der ist richtig cool. Ja, und was hier uns erwartet, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich danke schön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.